tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Despotar vor. Despotar ist die Weiterentwicklung von Lavita und Pupita und hat einen Gestein-Unlicht-Typ, wodurch es eine Doppelschwäche gegen Kampf, eine Schwäche gegen Boden, Käfer, Wasser, Stahl, Pflanze und Fee, eine Resistenz gegen Normal, Feuer, Gift, Flug, Geist und Unlicht sowie eine Immunität gegen Psychoattacken hat. Die restlichen vier Typen, die ich jetzt nicht genannt habe, die treffen ihn noch neutral. Despotar kann außerdem seit der 6. Generation eine Mega-Entwicklung vollziehen. Despotars Statuswerte sind genau wie die von Knarkrak enorm hoch. Auch hier sticht der Angriffswert mit 134 Punkten stark hervor, wobei Despotar auch starke Defensivwerte hat. Lediglich die Initiative lässt ein wenig zu wünschen übrig, aber hier kann man witzigerweise sogar etwas rausholen. Im Mega steigen Despotars Werte noch einmal um 100 Punkte, was ihm nochmal einen enormen Boost in Offensive und Defensive gibt. Allerdings steigt auch seine Init um 10 Punkte, die in diesem Fall gar nicht so unwichtig sind. Ich spiele meinen Despotar mit allen EV in Angriff und Initiative mit einem frohen Wesen, um die Initiative zu maximieren. Despotars Fähigkeit Sandsturm beschwört 5 Runden lang einen Sandsturm, welcher auch gleich seine Spezialverteidigung um 50% auf 414 Punkte erhöht. Im Moveset benutze ich Steinkante und Knirscher als Step-Attacken, Erdbeben zur Coverage und Drachentanz zum Boosten. Da Despotars Defensivwerte auch ohne EV enorm sind, hat er eigentlich immer eine Gelegenheit, mindestens einen Drachentanz zu boosten. Nach einem Drachentanz ist seine Initiative bereits auf demselben Niveau wie Basis 131 mit Maximalwert, wodurch er mit sehr wenigen Ausnahmen schon alle Pokémon überholt. Zudem steigt sein Angriff auf 640 Punkte. Spätestens hier sieht man, was dieses Pokémon alles anrichten kann. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einige Pokémon, die Despotar gefährlich werden können. Allen voran Kapilz, Viridium und Brigaron. Diese resisten mit ihrer Typkombination jede Attacke aus diesem Set und können Despotar im Anschluss mit Kampfattacken aus dem Spiel nehmen. Es empfiehlt sich generell, alle gegnerischen Kampf-Pokémon vorher aus dem Spiel zu nehmen oder zumindest stark zu beschwächen, bevor man Despotar ins Spiel bringt. Pokémon, welche Tempohieb, Patronenhieb oder Wasserdüse beherrschen, sind ebenfalls eine Gefahr für Despotar. Zu guter Letzt ist er natürlich auch anfällig gegen Brand und Paralyse. Da Despotar insgesamt 7 Typschwächen hat, sollte man auf eine gute Zusammenstellung des restlichen Teams achten. Nutzt Pokémon, die mit Despotars Kontern gut umgehen können und bringt Despotar erst ins Spiel, wenn alle Konter weit genug geschwächt oder aus dem Weg geräumt sind, da ihr es nach einem Boost nicht mehr unbedingt auswechseln wollt. Solltet ihr es doch auswechseln, bietet sich Panzer Aeron als Switch-Partner an, da es zumindest bis auf Wasser und Kampf alle von Despotars Schwächen eine Doppelresistenz, eine Resistenz oder eine Immunität aufweist. Ein Magiespiegel-Pokémon wie Psyana kann ebenfalls nützlich sein, um Attacken wie Irrlicht oder Donnerwelle zu kontern. Das war es jetzt erstmal von meinem Despotar. Jetzt seid ihr wieder mit Aussuchen dran.